Guten Abend, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Freut mich, dass wir hier in trauter Runde, möchte ich sagen, wieder zusammengekommen sind. Es soll heute Abend um das Thema Abgeschlagenheit und Luftnot im Alter gehen. Viele Patienten, die ich als Kardiologe sehe, kommen gar nicht als akuter Herzinfarkt oder als eine schon bekannte Pumpschwäche, sondern fragen sich, warum auf einmal das Treppensteigen schwierig geworden ist, der tägliche Einkauf nicht mehr so klappt. Und es ist immer sehr dankbar für mich hier als kardiologischer Mediziner darauf hinzuweisen, dass wir inzwischen eine Vielzahl von Therapieoptionen für die verschiedenen Formen der Herzschwäche haben, die meist einer Luftnot zugrunde liegen, können das inzwischen anhand von Laborwerten sehr einfach auseinanderhalten. Ich habe einen Vortrag vorbereitet, werden jetzt einmal überschwenken. Zwar gibt es seit ungefähr 4 Wochen neue Leitlinien zur Diagnostik und Behandlung der Herzinsuffizienz, die heutzutage auf europäischer Ebene erstellt werden. Das ist hochinteressant, weil eine Vielzahl von neuen Studienergebnissen zu berücksichtigen waren. Aber interessant in dieser Runde sind vor allen Dingen sicherlich Fallbeispiele, wo sich der ein oder andere vielleicht wiederfindet und was wir an der Stelle machen können. Einen großen Raum nimmt heutzutage bei der Verbesserung der Leistungsfähigkeit die frühzeitige Diagnostik und auch mögliche kathetergesteuerte Therapie von Herzklappenerkrankungen ein und werden am Ende die Möglichkeiten zusammenfassen, denn Sie werden sehen, ich werde sicherlich nicht alle Möglichkeiten, die wir heutzutage haben, darstellen können. Einmal hineingesprungen, so sieht sowas heutzutage aus. Ich finde das immer ganz spannend. Interessant ist hier nämlich die Autorenliste. Sehen vielleicht, dass hier Spezialisten aus Italien, England, Deutschland, den Vereinigten Staaten von Amerika, Griechenland und Frankreich zusammengearbeitet haben, um ein insgesamt knapp 100-seitiges Dokument zu erstellen. Das aber runtergebrochen auf einzelne schöne Schaudiagramme unsere tägliche Praxis über die nächsten 5 Jahre bestimmen wird. Die Umsetzung solch einer Leitlinie ist für alle Beteiligten immer ein gewisser Klimmzug, da es eine ganze Reihe von Neuigkeiten gibt, aber am Ende kommt es der Therapie und der Diagnostik zugute. Ich möchte anfangen jetzt mit einem Fallbeispiel aus beinahe der täglichen Praxis. Eine Patientin, die mit 74 Jahren über zunehmende Luftnot klagt. Bei ihr ist schon ein Bluthochdruck bekannt. Es ist auch erstmals eine an sich harmlose Rhythmusstörung aufgetreten, das sogenannte Vorhofflimmern. Das ist inzwischen wieder zurückgesprungen in einen regelmäßigen Rhythmus, aber mag hier auch doch eine Rolle spielen. Der Blutdruck ist mit 156 zu 98 bei dieser Vorstellung leicht erhöht. 140 ist für uns heutzutage der Normalwert. Die Medikation besteht aus einem Fettsenker. Die Lipidtherapie, die sonst im weiteren Verlauf hier keine Rolle spielen wird, hat einen hohen Stellenwert, um Herzinfarkte zu vermeiden. Die Arteriosklerose ist durch die Ablagerung von sogenanntem LDL-Cholesterin in den Gefäßwänden bedingt und die medikamentöse Senkung in Ergänzung sicherlich einer gesunden Lebensweise ist hier hocheffektiv und hat in anderen Bereichen unserer Tätigkeit inzwischen eine ganz dominante Rolle. Um einen Schlaganfall zu vermeiden, erhält die Patientin einen der heutzutage 4 verfügbaren oralen Antikoagulantien, die nicht mehr kontrolliert werden müssen, wie das Marcomar früher. Hier in dem Fall das Elixana, was man einmal am Tag nehmen muss. Zur Blutdruckeinstellung erhält sie einen sogenannten ACE-Hemmer, das Ramipril, und ein leicht wassertreibendes Medikament, das HCT. Damit die Herzfrequenz normal bleibt, einen sogenannten Beta-Blocker, das Misoprolol. Wie geht es jetzt weiter? Nun, zunächst müssen wir einmal feststellen, liegt denn hier überhaupt eine Herzinsuffizienz vor? Und wenn ja, aus welcher Form? Ich kann es Ihnen nicht ersparen, hier zunächst uns mit den englischen Dias zu beschäftigen, die Teil der Leitlinie waren. Wir sind gerade dabei, im Rahmen
auch meiner persönlichen Tätigkeit als Mitglied der Klinischen Kommission der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie, eine Gruppe von 8 Kollegen, wo diese Leitlinien mithilfe von weiteren Autoren ins Deutsche übersetzt wird und dann Anfang nächsten Jahres auch im Deutsch verfügbar wird. Die Gültigkeit besteht aber jetzt schon. Und wenn wir wie hier aufgrund der Luftnot den Verdacht haben, dass eine Herzinsuffizienz die Ursache sein könnte, wird mittels eines Bluttestes das sogenannte BNP oder NT-proBNP bestimmt. Wenn das erhöht ist, dann hat man eigentlich schon die Diagnose und kann auch in diese Richtung weiter forschen, welche Therapiemöglichkeiten es gibt. An zweiter Stelle kommt dann die Ultraschalldiagnostik von außen. Auch die werden viele von Ihnen sicherlich schon kennen. Wir können mit dem Ultraschall die Herzfunktion, die Funktion der Herzklappen, aber auch als neuen Parameter die Steifigkeit des Herzmuskels bestimmen. Und wenn da auffällige Befunde sind, dann kann man entweder sagen, also wenn keine auffälligen Befunde sind, dann kann man mit diesem Bluttest und der Echokardiographie eine Herzinsuffizienz komplett ausschließen und sich anderer Richtung widmen. Und mit den beiden Parametern zusammen kann man sagen, wir haben eine Herzschwäche mit eingeschränkter Pumpfunktion, das ist die sogenannte HFrEF, oder wir haben eine Herzinsuffizienz mit normaler Pumpfunktion, die vielfach im Sprachgebrauch auch eine sogenannte diastolische Herzinsuffizienz bezeichnet wird. Und dann gibt es natürlich noch eine Mittelgruppe, um die gab es lange Auseinandersetzung, ob man das überhaupt braucht. Tatsächlich hat sich das so Stück für Stück doch so langsam etabliert. Und um die Aussagen der Leitlinie vielleicht schon vorwegzunehmen, wir denken inzwischen, diese sogenannte HEF-MREF, also mit leicht reduzierter Pumpfunktion von der Therapie her, genauso wie die Patienten, die schon eine höhergradig eingeschränkte Pumpfunktion haben, also die HEF-REF. Vielleicht können wir einmal tatsächlich das Echokardiographie hier abspielen. Das ist leider nur ein kurzer Loop. Also für den erfahrenen Untersucher sieht man hier die 4 Herzhöhlen. Und vor allen Dingen kann man sehen, dass die Herzleistung doch nicht mehr ganz so kräftig ist. Die sogenannten Vorhöfe, das sind hier unten diese Beine, die sind im Vergleich zu einem Normalbefund deutlich vergrößert. Und hier zieht der Muskel des linken Herzmuskels nicht mehr ganz so kräftig durch. Immer wieder zurück in die Präsentation. Vielen Dank. Was wir hier hatten, war ein leicht erhöhtes LDL, eine schon beginnende Niereninsuffizienz, die häufig ja mit dem Hochdruck einhergeht und man immer gar nicht so genau weiß, was ist hier Henne, was ist Ei. Und dann tatsächlich ein erhöhtes NT-proBNP, was also die Diagnose einer Herzinsuffizienz gesichert hat. Wie geht es jetzt weiter? Wir sind also hier in diesem mittleren Bereich der sogenannten HEF-MREF bei dieser Patientin. Und jetzt haben wir eine Reihe von Möglichkeiten, hier die Medikation zu optimieren und über eine verbesserte medikamentöse Einstellung auch eine Verbesserung der Luftnot herzustellen. Das ist jetzt hier ein Dia, wie ich es auch ärztlichen Kollegen zeigen würde. Warum ist das so wichtig, auch vielleicht jetzt in diesem Kreis sich das einmal anzugucken? Sie sehen, dass wir hier Abstufungen haben. Grün heißt, ist auf jeden Fall empfohlen. Orange heißt, kann man machen. Und es gibt hier in diesem Bereich für diese mittlere Pumpfunktion leider bisher nur diese orangenen Empfehlungen, weil die Zahl der Untersuchungen, die sogenannte Studienlage, für diese Patienten noch etwas dünn ist. Das heißt nicht, dass das nicht wirksam wäre, aber der Wirksamkeit ist noch nicht so gut bewiesen. Hier links die alte Medikation, rechts die neue Medikation, wie wir es zum Beispiel während des einen stationären Aufenthaltes hier neben anderen Untersuchungen einstellen würden. Ich will jetzt gar nicht auf die einzelnen Medikamente hier eingehen, aber es gibt Möglichkeiten, hier eine Luftnotverbesserung zu erreichen. Wir müssen im Alter dieser Patientin, zum Beispiel also jetzt mit 74 Jahren, immer auch daran denken, dass allein das Alter trotz möglicherweise auch ganz gesunder Ernährungsweise leider ein Risikofaktor für einen Herzinfarkt darstellt.
Früher haben wir viele Patienten deswegen einer Katheteruntersuchung unterzogen und konnten damit vielfach sehr frühzeitig das Problem entdecken oder auch ausschließen. Heutzutage ist es so, dass wir nicht invasive Bildgebungsverfahren haben. Dazu zählt einmal die hier dargestellte nuklearmedizinischen Untersuchungsmethoden, das sogenannte SPECT. Oder etwas, was ich hier zusammen am Standort der Asklepios-Klinik Altona mit Herrn Professor Fischbach umsetzen kann, ein sogenanntes Coronar-CT. Hier können wir praktisch, wie wenn ich einen Herzkatheter durchführe, in die Herzkranzgefäße hineingucken und dann, wie auf der rechten Seite des Bildes dargestellt, hier zum Beispiel so eine Ablagerung entdecken, die beinahe das Gefäßlumen, das ist das Weiße, hier schon verlegt. Und hier können wir dann natürlich sehr gut und schnell mit einem Stent das Problem beheben und können einen Infarkt verhindern. Und wenn das der Befund dieser Patientin wäre, was er nicht ist, auch die Luftnot verbessern, wenn das denn hier die Ursache ist. Kurz eingehen möchte ich auf zwei Medikamente zur Blutdruckeinstellung, nämlich das sogenannte Spironolactone und Nidipin. Das eine wirkt auch auf einen Wirkstoff oder auf einen Botenstoff im Herzen, der das Herz etwas elastischer macht. Und diese sogenannten Calcium-Antagonisten, vor allem wenn man sie abends gibt, helfen uns in Kombination mit anderen Medikamenten, den Blutdruck besser einzustellen. Kommen wir zu einem zweiten Patienten, hier 8 Jahre älter, 72 Jahre, ganz fortgeschrittene Luftnot, schon bei leichtester Belastung. Auch eine ausführliche Vorgeschichte mit einem Herzinfarkt in der Vergangenheit. Wieder mit dem Vorhofflimmern, ein großes Problem in Sachen Schlaganfallvorsorge, einer medikamentösen Einstellung, die sehr ähnlich ist, was wir eben hatten, außer dass es hier schon ein deutlich stärker wirksames wassertreibendes Medikament gibt und eben diese starken Beschwerden und der Sorge, dass jetzt ein neuer Herzinfarkt warten würde. Auch hier wieder die Frage, wo ordnen wir das mit der Bestimmung des NT-proBNPs und der Echokardiographie ein? Und auch hier bitte, warten Sie, lassen Sie uns erst die Laborwerte besprechen. Also wir haben wieder ein erhöhtes LDL-Cholesterin. Das wollen wir bei Patienten nach Infarkt inzwischen auf unter 70 senken, damit keine neuen Infarkte auftreten. Wir haben wieder das Problem einer schon leichten Niereninsuffizienz, die bei diesen Patienten sehr häufig ist. Wir haben ein deutlich stärker erhöhtes NT-proBNP. Erste Patientin, da war das ja hier gerade bei 1200 und die anderen Werte sind normal. Und wenn wir jetzt einmal das Video abspielen, dann sehen wir, dass hier der linke Herzkammer praktisch kaum mehr pumpt. Bitte nächstes wieder zurück in die Präsentation. Wo landen wir jetzt also hier? Wir landen bei dem Befund einer Herzinsuffizienz mit deutlich reduzierter Pumpfunktion. Und hier haben wir jetzt eine ganze Reihe von Therapiemöglichkeiten, die vielleicht über das hinausgehen, was bisher angewendet wurde und bekannt wurde oder sicher darüber hinausgehen. Das ist nämlich der Ersatz des Ramiprils durch die sogenannten ARNIs. Das ist ein Beta-Blocker. Das sind aber auch Medikamente, diese beiden Wirkstoffe, zum Beispiel die eigentlich bisher nur in der Diabetestherapie, also in der Behandlung einer Zuckererkrankung eingesetzt worden sind und wo wir jetzt neu wissen, dass diese Medikamente über einen speziellen Mechanismus in der Niere, der Steigerung der Zuckerausscheidung, nämlich auch bei einem Patienten mit Herzinsuffizienz große Wirksamkeit haben. Neben dieser medikamentösen Einstellung kommt bei einer derartig eingeschränkten Herzleistung auch immer dann die Frage nach dem Schutz vor bösartigen Rhythmusstörungen. Da greifen wir heutzutage auf etwas aufwendigere Schrittmacher zurück, entweder einen sogenannten ICD, der nur so als Backup funktioniert, wenn der Herzrhythmus durcheinander geraten sollte,
oder ein sogenanntes CRT-System. Das steht für kardiale Resynchronisationstherapie und wird immer dann angewendet, wenn die Herzpumpfunktion, die ja sowieso schon eingeschränkt ist, auch noch dadurch weiter reduziert wird, dass die Herzwände asynchron pumpen. Und sowas kann heute mit mehreren Herzsonden hervorragend behoben werden. Hier nochmal ein Überblick über die heute für den Fachmann umsetzbaren Therapien. Hier ist sicherlich eine enge Zusammenarbeit Ihres Hausarztes mit den Fachärzten Kardiologie notwendig. Auch welche Dosis wir von den neuen Medikamenten einsetzen, braucht eine gewisse Erfahrung. Denn wir wollen solch ein schwaches Herz mit möglichst niedrigen Blutdruckwerten konfrontieren. Höherer Blutdruck bedeutet auch mehr Arbeit für das Herz. Aber keiner unserer Patienten soll natürlich schwindelig oder schlapp durch den Tag laufen. Deswegen muss man die Dosierung da sehr genau wählen. Was man damit erreichen kann, ist bei diesem Patienten einmal dargestellt. Auch hier können wir einmal kurz auf das Echo gucken. Und wenn Sie die Bilder jetzt so langsam im Kopf haben, werden Sie sehen, wie das hier eben hochgradig eingeschränkt ist. Wir gehen gleich mal weiter zurück. Gerne. Kommen dann weiter, weil wir hier nämlich die sehen, wie auch die Werte für Niere, das ist der mittlere, das untere, das sogenannte Kreatinin, aber auch für das NT-proBNP unter solch einer Therapie massiv sinken können. Wir jetzt auf einen weiteren Aspekt eingehen, nämlich wie eben schon mal im CT dargestellt, und jetzt machen wir den Sprung aber in die Katheteruntersuchung. Wir machen unsere Herzkatheter heutzutage ja vornehmlich übers Handgelenk und können damit die Durchblutung des Herzens darstellen und im Zweifel auch behandeln. Auch hier einmal bitte die Videos abspielen. Und wir haben hier einmal eine Darstellung der beiden linken Herzkranzgefäße, die in Ordnung sind, und hier eine Darstellung des rechten Herzkranzgefäßes. Das Ganze ist heutzutage, weil wir auch die Katheter gar nicht mehr wechseln müssen, vielfach, wenn man die reine Untersuchungszeit und nicht die Vorbereitung nimmt, in 10 Minuten bis einer Viertelstunde untersucht und erlaubt damit eine zuverlässige Einschätzung. Aber wenn die Herzdurchblutung in Ordnung ist, gibt es das nächste Thema. Das ist die Frage nach der Durchblutung, nach der Funktion der Herzklappen. Und hier sind einmal die Möglichkeiten zusammengefasst. Wir haben hier eine Herzklappe, die wir zusammengepackt in einen recht dünnen Katheter über die Leiste inzwischen an die Stelle einer erkrankten Aortenklappe setzen können. Das ist eine aufwendig hergestellte Ersatzklappe, wo Material, das ganz ursprünglich von einem Rinderherzen genommen wird, dann aber vielfach bearbeitet wird und eingenäht wird und dann gar nichts mehr damit mit dem Ursprung zu tun hat. Diese Klappe hat sich sehr bewährt, und andererseits können wir bei Undichtigkeiten der sogenannten Mitralklappe, das ist die zweite Klappe auf der linken Seite, heutzutage eine sogenannte Clipping-Therapie durchführen, wo wir die Undichtigkeit beseitigen. Und das haben wir hier, glaube ich, in einem Video auch einmal zusammengefasst. Auf der linken Seite ist die Undichtigkeit dargestellt. Und wenn wir jetzt einmal weiter runtergehen, genau da ist das Video, dann sehen Sie hier, wie also diese Undichtigkeit durch diese kleine Klammer hier an der richtigen Stelle der beiden Segel eine ultraschallgesteuerte Eingriff zusammengehalten wird, abgedichtet wird, und übrig bleibt, wenn man dann mit dem Ergebnis zufrieden ist, nur dieser kleine Clip, und der ganze Rest des Katheters wird entfernt und die Wirksamkeit, was die Luftnot angeht, weil nämlich das Blut nicht mehr rückwärts Richtung Lunge gepumpt wird, sondern dann den Weg Richtung Körper findet, da zur Sauerstoffversorgung beiträgt, ist inzwischen vielfach bewiesen und sehr dankbar. Wenn wir von diesem Therapiespektrum, wozu auch die Behandlung eines sogenannten Vorhofflimmerns gehört, durch heutzutage auch meist eine sogenannte Katheterablation
und die Wiederherstellung der Durchblutung des Herzens durch Stents, wie sie hier auf der rechten Seite dargestellt sind, kommen wir zu ganz neuen Therapieverfahren. Diese kommen immer dann zur Anwendung, wenn die eben gezeigten Standardtherapieverfahren nicht mehr ausreichend wirksam sind. Und eine Entwicklung, die gerade unglaublich an Fahrt aufnimmt und an der ich seit 6 Jahren in der Weiterentwicklung auch beteiligt sind, ist die Behandlung der diastolischen Herzinsuffizienz durch sogenannte interatriale Schandsysteme. Das Grundprinzip ist eigentlich recht einfach zu verstehen. Eine Versteifung der Herzkammer, das ist die sogenannte diastolische Dysfunktion, führt zu einem Blutdruckanstieg im linken Vorhof, weil das Blut eben nicht mehr in die linke Herzkammer hineinfließen kann, weil der Muskel dort versteift ist. Das schlägt zurück in die Lunge und verursacht gerade unter Belastung teilweise erhebliche Luftnot. Und wenn ich jetzt wie durch ein kleines Ventil gerade unter Belastung den Überdruck aus dem linken Vorhof kontrolliert in den rechten Vorhof ableiten kann, dann erspare ich mir die Luftnot, wie sie hier in der Mitte einmal dargestellt ist, und kann vielleicht eine deutliche Leistungssteigerung erleben. Dieser Therapieansatz ist inzwischen für ausgewählte Patienten in der Routine verfügbar und wir sammeln gerade in der Alltagspraxis damit Erfahrung und haben tatsächlich den Eindruck, dass das Patienten, die wir bisher nur schlecht behandeln konnten, inzwischen deutlich helfen kann. Wir haben auch verschiedene neue Systeme, die wiederum verschiedene Herzklappen behandeln lassen. Wir hatten eben Systeme gesehen, die die Aortenklappe, das ist diese Klappe hier, und die sogenannte Mitralklappe behandelt. Auf der rechten Seite des Herzens gibt es die sogenannte Tricuspidalklappe. Das war bisher ein Gebiet, das, wenn überhaupt, chirurgisch zu behandeln waren, aber die Ergebnisse bei diesen meist älteren, häufig schon vielfach vorerkrankten Patienten einer großen Herz-OP waren auch nur sehr schwierig. Insofern sind alle Beteiligten sehr dankbar, dass inzwischen mit auch an dieser Art Clip eine Möglichkeit besteht, eine Undichtigkeit in dieser Herzklappe, also der Tricuspidalklappe auf der rechten Seite, zu beheben. Und wir haben hier in der AK Altona über die letzten Monate, seit Anfang des Jahres, damit auch schon Erfahrung sammeln können. Und ich muss sagen, dass die OP-Ergebnisse hier sehr, sehr gut sind mit diesen verfügbaren Devices. Und auch dies, kann man sagen, ist inzwischen in der Routine anwendbar. Damit komme ich auch schon zur Zusammenfassung und freue mich auf die Diskussion und die Fragen. Wie eben dargestellt, ist das Spannende der Entwicklung bei dem Feld Herzinsuffizienz, dass wir inzwischen die Patienten, die nur eine leicht eingeschränkte Pumpfunktion haben, auch besser wissen, wie wir sie behandeln, nämlich im Grunde mit den ähnlichen Medikamenten und auch möglicherweise Eingriffen wie Patienten mit hochgradig eingeschränkter Pumpfunktion. Die neuen Medikamente sollten meiner Auffassung nach frühzeitig zum Einsatz kommen, da eine Verbesserung der Lebensqualität und eine Reduktion der Krankenhausaufnahmen hier schon nachgewiesen ist. Und die notfallmäßige Aufnahme mit einer sich verschlechternden Herzinsuffizienz ist eine unserer größten Herausforderungen, wenn Sie hier nachmittags oder nachts auf der Notaufnahme sind und dort Patienten, die akut sich verschlechtert haben, behandeln müssen. Die Herzinsuffizienztherapie hat inzwischen 3 Säulen. Das ist einerseits die medikamentöse Therapie, aber eben in zunehmendem Maße auch die kathetergestützte Behandlung verschiedener Herzprobleme und die Schrittmacher- und Device-Therapie. Was in 2022 uns erwarten wird, ist ein deutlicher Ausbau der Telemedizin. Das heißt, dass Patienten, bei denen eine Herzschwäche mit eingeschränkter Pumpfunktion bekannt ist, in unserem deutschen Gesundheitssystem neu die Möglichkeit haben werden, auf Kassenkosten, also auf Rezept, sich telemedizinisch überwachen zu lassen und viel frühzeitiger, als es bisher möglich war, eine Verschlechterung nachzuweisen und dann auch frühzeitig in die richtigen Hände sich zu begeben, um das zu behandeln. Der Bereich ist hochinteressant und wir sind hier in Altona an verschiedenen Forschungsansätzen in diesem Bereich auch beteiligt.
und sehen den Bereich der Herzinsuffizienz deswegen als einen unserer Schwerpunkte, wo wir hier vielfach auch eine deutliche Symptomverbesserung erreichen können. Soweit erstmal meine Darstellung dieses Bereichs. Und ich lade Sie herzlich ein, hier im Chat dann einige Fragen zu stellen. Eine erste Frage, die ich hier schon sehe, ist die Frage Auswirkung und Behandlung von diastolischer Herzinsuffizienz. Ja, ich hatte schon versucht, in meinem Vortrag darauf einzugehen. Also am Anfang steht ja erstmal die Diagnostik. Ich brauche erhöhtes NT-proBNP und einen entsprechenden Echobefund, der also nachweist, die Pumpfunktion ist normal, aber die Herzwände sind versteift. Das kann man messen mit einem sogenannten Gewebedopplermessung. Und dann gibt es neben einer Einstellung der Risikofaktoren, da spielt der Bluthochdruck häufig eine entscheidende Rolle. Dieser muss gut eingestellt werden. Und wir haben da das alte System, ein Medikament und das möglichst hochdosiert verlassen und fangen heute nach Leitlinien gleich an. Ich glaube, wir können tatsächlich auf das Großbild gehen. Wir fangen heute tatsächlich damit sehr frühzeitig an, Kombinationspräparate zu nehmen. Und man sammelt inzwischen auch gerade mit dem neuen Ansatz gute Erfahrung, wo wir die Blutdruckmedikation zum größten Teil nur noch abends geben, da morgens und auch nachts häufig Blutdruckspitzen auftreten, die dann Probleme machen. Neben dieser Einstellung der Risikofaktoren gibt es dann neu auch Hinweise, dass die sogenannten SGLT2-Hämmer, also diese Diabetes-Medikamente, die Zuckerausscheidung über den Urin fördern, hier wirksam sind. Das wird etwas sein, was in 2022 dann auch sicherlich für diese Patienten zugelassen wird. Und wir haben die Verfügbarkeit dieser interatrialen Schandsysteme, ein kleiner Eingriff über die Leiste, der ungefähr eine halbe Stunde dauert. Man schläft dabei und wir haben, wie gesagt, den Eindruck bei ausgewählten Patienten, dass wir hier tatsächlich eine wirksame neue Therapieoption haben. Wir gucken gespannt hier im Studio auf weitere Fragen. Darf Sie nochmal hier darauf hinweisen, dass im Chat rechts jetzt die Möglichkeit besteht, die sonst manchmal bei meiner Erreichbarkeit ein bisschen schwierig ist, direkt Informationen einzusammeln. Ansonsten darf ich darauf hinweisen, dass dieser Vortrag als YouTube-Video über die bekannten Kanäle verfügbar ist, sodass, sollte das ein oder andere ein bisschen zu schnell gegangen sein, wir auch dann, man das in dieser Form nochmal wieder auftauchen wird. Dann darf ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. Und freue mich auf ein persönliches oder im nächsten Jahr sicherlich auch wieder durchgeführtes Webinar. Jetzt kommt doch noch eine Frage rein, auf die kann ich gerne nochmal eingehen. Ist eine Herzschwäche heilbar bzw. vermeidbar? Tatsächlich ist es so, dass wir häufig Patienten sehen, wo man rückblickend sagt, wenn man die Cholesterinwerte oder den Blutdruck im Alter so ab 55, 60 Jahren noch konsequenter und wirksamer, meist medikamentös behandelt hätte, dann hätten wir mit 70, 75 Jahren nicht die Probleme einer Herzschwäche. Das heißt, die Kontrolle der Risikofaktoren ist da ganz wichtig. Und zur Frage der Heilbarkeit. Bis vor 2-3 Jahren hätte ich gesagt, wenn die Herzfunktion einmal abgesackt ist auf 35%, 30%, normal ist ja eine Auswurfleistung von 55-60%, also das ist eine Reduktion um die Hälfte, dann können wir schon froh sein, wenn es keine weitere Verschlechterung gibt. Inzwischen gibt es interessante Beobachtungen,
die mich sehr faszinieren, dass tatsächlich mit den neuen Medikamenten eine Verbesserung der Pumpfunktion messbar ist, und zwar um ungefähr 10 Punkte. Und das merken viele unserer Patienten tatsächlich auch, sodass ich inzwischen sagen würde, eine Herzschwäche ist heutzutage nicht mehr heilbar, aber die Pumpleistung ist auch nicht mehr fixiert, sondern kann sich tatsächlich nochmal mit entsprechender Therapie verbessern, und da kommen wir einer Heilbarkeit schon sehr nahe. Die Frage, gibt es eine spezielle Herzsprechstunde, beantworte ich natürlich auch gerne. Wir sind im Wesentlichen natürlich ein stationärer Versorger. Das heißt, was wir anbieten, ist, wenn die Befunde unklar sind, über eine Einweisung Ihres Hausarztes das Thema Herzschwäche mit unseren Möglichkeiten stationär abzuklären. Manchmal ist das auch effektiver, weil wir eben, wenn wir Untersuchungen wie ein Coronar-CT, eine Ultraschalluntersuchung, eine EKG-Blutwerte kombinieren müssen und das dann auch mit Ihnen besprechen müssen, die 2 Tage, die sowas dauert, oder vielleicht auch 3 Tage, da gut investiert sind. Ansonsten verweise ich sehr gerne auf meine niedergelassenen Kollegen, die, wie wir alle, auch hier sich mit natürlich intensiv beschäftigen, mit denen wir in engem Austausch stehen und wo, bevor es jetzt eine stationäre Abklärung gibt, auch ambulant dieses Thema bearbeitet werden kann. Wir selbst betreiben eine Herzsprechstunde nur für Patienten mit schwer eingeschränkter Pumpfunktion. Das ist auch vom Gesetzgeber so vorgegeben. Das nennt sich im Fachjargon eine sogenannte Paragraph 116 Herzinsuffizienzsprechstunde. Hier behandeln wir Patienten mit schwerer Luftnot und höhergradig eingeschränkter Pumpfunktion, meist auch in enger Zusammenarbeit mit ihrem Hausarzt oder Facharzt. Eine weitere Frage ist hier tatsächlich auch noch aufgetaucht, und das ist die Frage, welche Risiken gibt es bei den Eingriffen, die ich beschrieben habe, wie zum Beispiel dem Vorhofflimmern. Es ist tatsächlich völlig richtig, darauf hinzuweisen, dass wir bei aller Erfahrung und bei allen Sicherheitsmaßnahmen, die wir bei unseren Eingriffen hier einführen, wir versuchen uns da immer wieder so ein bisschen an der Luftfahrt zu orientieren, wo die Arbeit mit Checklisten, die Arbeiten mit Standards sich sehr bewährt haben. Das ist ein Ansatz, den wir hier gerade in die Kardiologie intensiv inzwischen übertragen. Trotzdem können wir auch alle nicht ausschließen, dass so ein Eingriff mal anders läuft. Dann ist es immer wichtig, das Backup eines maximal versorgenden Krankenhauses, wie wir es hier haben, zur Verfügung zu haben, um dann die Situation nochmal zu stabilisieren. Glücklicherweise haben die Eingriffe, die wir hier durchführen, inzwischen alle ein Risiko von deutlich unter 1%, schwere Komplikationen zu erleiden. Und da wir arbeiten weiter daran, das noch weiter zu minimieren. Für jeden einzelnen Eingriff gilt es immer, das Nutzen und Risiko abzuwägen. Nutzen wäre die Verbesserung der Leistungsfähigkeit, die Verbesserung der Lebensqualität, Risiken vielleicht eine Nachblutung oder anderes. Und hier gilt es im Gespräch, die richtige Balance zu finden. Gut, ich glaube, dann haben wir tatsächlich für heute Abend auch alle Fragen beantwortet. Ich bedanke mich nochmal für Ihr Zuhören. Bis bald.